Ich begrüße Sie herzlich. Heute möchte ich ein besonderes Thema ansprechen. Es ist das Geborenwerden. Es mag Sie überraschen, wenn ich von einer dreimaligen Geburt spreche. Ja, wenigstens dreimal soll ein Mensch geboren werden, will er ganz entfaltet leben. Hören Sie, die erste Geburt, sie wurde uns geschenkt, weil Gott und Mutter es wollten. Ohne unser Zutun sind wir in diese Welt gekommen. Eine zweite Geburt, von dieser sprechen Psychologen, meint das sich entfalten. Oftmals durch Krisen hindurch sich entwickeln, Freiheit erlangen, Souveränität erringen, die Größe finden, die uns ursprünglich von Gott her zugedacht ist, die jeder Mensch haben soll. Also die Entfaltung des Lebens kann auch als ein Geburtsprozess bezeichnet werden. Das wäre eine zweite Geburt. Ich zitiere Erich Fromm, der sagt, die Geburt ist nicht ein augenblickliches Ereignis, sondern ein dauernder Vorgang. Das Ziel des Lebens ist es, ganz geboren zu werden. Und seine Tragödie, dass die meisten von uns sterben, bevor sie ganz geboren sind. Zu leben bedeutet, jede Minute geboren zu werden. Der Tod tritt ein, wenn die Geburt aufhört. Zitat Ende. Erich Fromm sieht im Leben selbst einen dauernden Geburtsvorgang und ich kann ihm zustimmen. Wir finden die Größe, wenn wir Werdewillen haben und nicht von einer Werdescheu gehemmt, blockiert werden. Jacobi Jolande, eine langjährige Mitarbeiterin von Carl Gustav Jung, Psychologin, sie sagt, dass die meisten Menschen es allerdings vorziehen, nur einmal geboren zu werden. Sie scheuen die Schmerzen, ohne die es keine Geburt geben kann. Sie haben kein Vertrauen zum natürlichen Zielstreben der Seele. Also die Seele hat ein Ziel, eine Dynamik, ein Streben. Sie haben kein Vertrauen zum natürlichen Zielstreben ihrer Seele. Und so gibt es noch allzu viele, die auf dem Weg des Lebens stecken bleiben. Soweit Jacobi Jolande. Das Schöne im Leben ist, dass sich das Geheimnisvolle der Seele, das Geheimnisvolle der Seele und das Verstehen, das Wachbewusstsein, unser Begreifen, sie begegnen sich. Also das aus der Seele Aufsteigende wird vom Verstand, von unserer Vernunft dann ergriffen. Und da gibt es dann einen Bereich, in dem sich das Geheimnisvolle und das Verstehen begegnen. Das ist immer dann für den Menschen ein besonderes Erlebnis, ein Aha-Erlebnis. Das gibt ihm Lebensfreude, das gibt ihm Kraft, das gibt ihm Freiheit, das gibt ihm Souveränität und Authentizität. Hier, wo er das Geheimnis und das Verstehen in eins kommen lässt. Dabei hilft der Dialog. Und ich möchte von einer dritten Geburt sprechen.
Das ist die Geburt, die Christen kennen. Jesus nämlich erklärt dem Nikodemus im Johannesevangelium Kapitel 3, dass die Geburt aus der Mutter gut ist, sehr gut, aber nicht genügend, um das zu erfassen, was das Reich Gottes uns zugedacht hat. Dazu ist es notwendig, erklärt Jesus, dass der Mensch aus Gott geboren wird, aus dem Geist Gottes geboren wird. Wird er nicht aus dem Geist Gottes geboren, atmet er den Geist dieser Welt. Gott aber sagt, wir können als Kinder Gottes den Geist Gottes in uns haben, die Liebe Gottes in uns haben. Und dazu braucht es auch eine Art Dialog. Und da möchte ich Ihnen Rolf Oertler und Leo Montada zitieren. Dialog brauchen wir, meine ich, mit Gott und den Menschen. Die beiden Psychologen beziehen sich auf den Dialog, den junge Menschen unter sich haben können und sollen. Aber ich meine, vor Gott sind wir immer jung, deshalb ist es immer aktuell. Ich zitiere, da sich Jugendliche aufgrund der einsetzenden Selbstreflexion als etwas Einmaliges und Besonderes ansehen, brauchen sie auch jemanden, dem sie dies mitteilen und offenbaren können. Die wechselseitige Rückmeldung von Verständnis, Vertrauen und Verlässlichkeit stabilisiert zudem die Identität, sodass Freundschaften nahezu unentbehrlich für eine gesunde Entwicklung im Jugendalter erscheinen. Zitat Ende. Freundschaften, in denen es einen tiefen Austausch gibt, auch über das, was Gott schenkt, fördern das Wachstum, die Lebendigkeit des Menschen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie belebende Beziehungen haben können. Dankeschön.